Ich möchte euch da die ersten Boten vom Waldhabichtskraut vorstellen. Ich habe da wieder mal das Glück, dass ich in verschiedensten Stadien herzeigen kann. Da ist noch ganz jung. Man sieht schon, es ist eine ausdauernde krautige Pflanze. Das heißt, es ist eine mehrjährige Pflanze. Das Ganze kommt da aus einem schon verholzten Vorjahresstück und die Energie ist in einem Rhizom gespeichert. Ganz auffällig beim Habichtskraut, vielleicht überhaupt bei den Habichtskräutern, ist diese starke Behaarung. Ihr seht es da besonders am Stiel, aber auch auf dem Blatt selbst ist eine starke Behaarung. Blattoberseite ist ein bisschen schwächer behaart, aber dennoch merklich behaart. Und da ist, ja, dürfte auf eine Party gestoßen sein vom Waldhabichtskraut, ist da in einer großen Menge zu finden. Schaut mal da. Und da geht das Ganze weiter. Also all diese grünen Pflänzchen da sind, ist Waldhabichtskraut. Wird dann interessant. Natürlich, wenn es blüht, zeige ich euch das wieder. Und dann schauen wir sie auch das Rhizom an. Jetzt zeige ich euch einfach nochmal ein paar verschiedene Jungexemplare. Vielleicht könnt ihr das nämlich dann auch schon erkennen, bevor es blüht. Was kommt da der Sinn sein, dass man es erkennen kann? Zum Beispiel, weil man es dann auch einfach mampfen kann oder in den Salat oder Smoothie reingeben kann, weil essbar, da ungiftig. Schauen wir vielleicht hinten nochmal wo. So schaut es aus, wenn es dann schon mehr ist. Und die kriegt es da jetzt.